Du setzt dich an die Theke und ich denk, was für ein Styler. Aber rede mir gut zu, ich hab ja keine Vorurteile. Designer Sonnenbrille und Glitzer auf der Hose. Du trinkst Prosecco Energy mit einem Strohhalm aus der Dose. Naja, das kann man ja ruhig machen. Bist ja vielleicht trotzdem kein Snob. Du sagst, du arbeitest bei Douglas und das sei mehr als nur ein Job. So ein autonomes Zentrum, das findest du ja schon ganz geil. Aber ein selbstbestimmtes Leben geht dir dann schon zu weit, dass es anderen Leuten schlecht geht. Ja, da stehst du völlig drüber. Und für mich hast du dann nur noch die folgende Message über. Du willst die Welt verändern, doch das wird scheitern an Leuten wie mir. Weil soll ich dir was über die Gesellschaft sagen? Mir gefällt's in ihr. Ja, aber fändst du nicht auch eine 5-Stunden-Woche nett? Nö, fänd ich nicht, weil ich dann keinen Luxus hätte. Ich will Klamotten und Prosecco und coole Accessoires. Mann, ich hab doch nur ein Leben. Ich will Party, ich will Spaß. Ich sag ja, Party will ich auch, aber wenn, dann für jeden. Und das ist im Scheiß-Kapitalismus nicht gegeben. Du sagst, wenn du reich werden willst, dann kannst du es auch erreichen. Die Chancen im System sind doch für jeden die gleichen. Da muss man sich halt mal richtig auf den Hosenboden setzen. Ich meine, ich habe auch nur ein 4-0-Abi gemacht. Aber ich habe mich angestrengt. Und ich habe trotzdem einen Job gekriegt. Und ich arbeite jetzt als Verkäufer bei Douglas. Ja. Da fällt mir da auch nichts mehr ein. So ein autonomes Zentrum, das findest du ja schon ganz geil. Aber ein selbstbestimmtes Leben geht dir dann schon zu weit, dass es anderen Leuten schlecht geht. Ja, stehst du völlig drüber. Und für mich hast du dann nur noch die folgende Message über. Du willst die Welt verändern, doch das wird scheitern an Leuten wie mir. Weil soll ich dir was über die Gesellschaft sagen? Mir gefällt's in ihr. Mir gefällt's in ihr. Ja, aber fändst du's nicht auch cool, wenn alle alles hätten? Nee, fändst du nicht, weil Faulenzer das nicht verdient hätten. Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Man muss sie halt krumm machen, alles andere ist doch vermessen. Ich meine, ich würde ja auch eine Obdachlose schminken. So ist das ja nicht, ne? Und das ist der Moment, wo mir dann selbst die Reime ausgehen. So ein autonomes Zentrum, das findest du ja schon ganz geil, aber ein selbstbestimmtes Leben geht dir dann schon zu weit, dass es anderen Leuten schlecht geht. Ja, da stehst du völlig drüber. Und für mich hast du dann nur noch die folgende Message über. Du willst die Welt verändern, doch das wird scheitern an Leuten wie mir. Weil soll ich dir was über die Gesellschaft sagen? Weil soll ich dir was über die Gesellschaft sagen? Soll ich dir was über die Gesellschaft sagen? Nee, fick dich einfach. Ja, vielen Dank. Du setzt dich an die Tür.